Die Gemeinde Röttingen unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von den übrigen Städtchen an der Tauber, bis auf die Vielzahl an Sonnenuhren. Kurt Fuchslocher hat sie aufgestellt, 12 Stück, für jede Sonnenstunde des Tages eine. Die Kugel als kleines Weltbild der Erde, wenn Sie jetzt den Lichtspalt hier betrachten, er fixiert mir die genaue Uhrzeit. 11 Uhr, 11.15 Uhr. Der zweite Blick führt zu den Röttinger Festspielen. Sommertheater unter freiem Himmel, bekannt weit über den Tauberkreis hinaus. Kühlsheim, Stadt der Brunnen. Auf der Burg, die hoch über dem Städtchen das Rathaus beherbergt, wird Wasser für ein altes Handwerk genutzt. Erika Grimm führt in die Kunst des Papierschöpfens ein. Es gibt in Kühlsheim kaum ein Fest, auf dem nicht das alte Handwerk vorgestellt wird. Zum Nachmachen gibt es hier jede Menge Anregungen. Ein einfacher Holzrahmen und etwas Fliegendraht sind die Grundlage für Erika Grimms Arbeitsgerät. Papierreste jeder Art sind der Rohstoff für das Papierschöpfen. Einfach im Wasser aufgelöst ergeben sie einen dünnflüssigen Papierbrei. Der wird mit dem Rahmen abgeschöpft, gepresst und getrocknet. Das Ganze ergibt je nach Rohstoff und Schichtdicke unterschiedliche Papierqualitäten. Blütenblätter, Tee und ähnliche Zutaten sorgen beim Papier für eine individuelle Note. Nach dem Trocknen kann jeder sein Papier mit nach Hause nehmen. Altes Kunstwerk wird im Taubertal gepflegt. In Wertheim hat sich in Jahrzehnten ein erfolgreicher Industriezweig daraus entwickelt. Wo früher Glasbläser Weinflaschen herstellten, werden heute hochwertige technische Geräte aus Glas produziert. Im Glasmuseum wird das anschaulich dargestellt. Der Glasbläser, der gleich kommt. Vor allem für Kinder ist es immer wieder spannend, das Museum zu besuchen und dann beim Glasblasen zuzuschauen. Der läuft ungefähr wie Honig. Die Augen nicht vergleichen, es ist ein bisschen zu fast, tatsächlich. Wir sehen. Die Kinder dürfen sogar mitmachen, wenn Miladin Jurisvic im Foyer des Wertheimer Glasmuseums seine Kunst vorführt. Eine umfangreiche Ausstellung rundet das Bild ab. Die Vitrinen zeigen ebenso edle Trickgläser wie Laborglas und Apparaturen aus längst vergangenen Zeiten. Glas als allgegenwärtiger Rohstoff begegnet dem Besucher Wertheims auch vor den Toren der Stadt wieder. Zum Beispiel im Wertheim Village. Die Wanderausstellung Reflect, die hier gezeigt wird, arbeitet mit heimischem Glas und Selbstporträts internationaler Stars. Das Village ist ein echter Anziehungspunkt. Es wurde dem Unternehmenskonzept entsprechend im Stil der regionalen Architektur angelegt. Im Outlet Center bieten Markenartikler ihre Ware zu äußerst günstigen Preisen. Heimische Betriebe. Eine Einladung an den Besucher nach dem Einkauf zu relaxen.